können oder wollen. Macht das einen Unterschied? So. Ja. Dann wollen wir nochmal gucken. Die Wahl. Schlau. Da haben wir ein Rohr. Da ist ein Schlitz in der Wand. Ich denke, ich weiß, was passieren wird. Ja, los, komm. Ja, was genau haben Sie damit vor? Ich sage Bescheid, sobald ich es weiß. Das zeigt dir überhaupt nicht. Das ist also wirklich. Haben wir vielleicht noch irgendwas unterm Bett liegen? Oder generell irgendwo noch was rumliegen? Wollen wir jetzt hier wirklich einen Abjagen machen? Da drüben scheint auf jeden Fall irgendwo denn unsere Ausrüstung zu sein. Vorsichtig. Ah. Haben Sie vermutlich gehört. Noch ein Grund mehr, hier rauszukommen. Ja, das würde ich aber auch sagen, du. Hallo, quetsch ihn mal durch da. Na los. Ja, ist schon schlimm, wenn da so eine Oberweite im Weg ist, ein bisschen. Aber man kann ja alles haben. Wir haben Ausrüstung. Gibt's einen Weg raus? Nein, aber ich habe vielleicht was Nützliches gefunden. Recurve-Bogen. Schaffen Sie einen Ausgang. Gibt hier noch was zu finden? Da hinten ist immer noch unsere Markierung. Die wir bis jetzt ja noch nicht gefunden haben. Und hier... Ach, guck mal, was ist denn das da? Auf jeden Fall müssen wir da hinten irgendwas machen. Würde gerne da drauf mal schießen. Geht nicht. Weil wir eigentlich keine Pfeile haben. Können wir denn Pfeile herstellen? Nö. Uns fehlt einfach alles. So, dann schlüpfen wir mal noch mal zurück. Vielleicht hat der ja Pfeile. Rechte muss das ziehen und linke muss das sein. Wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Wohin? Ah, alles klar. Wie sind Sie hier gelandet? Als Konstantin mit seinen Männern kam, wollten wir sie bekämpfen. Wie hat geklappt? Können Sie da raus? Wie absolut leise das alles ist und das merkt kein Mensch. Halt! Befreien Sie mich. Ich kann helfen. Ich traue Ihnen nicht. Aber wir sind keine Feinde. Ich erkenne das. Und Sie vermutlich auch. Ich arbeite lieber allein. Ich kenne mich hier aus. Ich kenne das Land. Ich lerne schnell. Daran zweifle ich nicht. Vielleicht kann ich Ihnen etwas Wertvolleres anbieten. Ich weiß, was Sie alle suchen. Danke. Ich heiße Jacob. Lara. Nehmen Sie das. Falls wir getrennt werden. Wir müssen weg hier. Die Wachen kommen jeden Moment auf ihrer Runde. Warum? Kennen Sie den Weg hier raus? Ja. Ich hatte genug Zeit, diesen Ort zu studieren. Blub. Warum? Unsere Invasion des Tals hat vor nicht einmal 24 Stunden begonnen. Ich hatte Widerstand erwartet und wurde nicht enttäuscht. Die Einwohner des Tals glauben, sie besiegen uns. Aber je härter sie kämpfen, desto entschlossener werde ich. Wenn sie nicht etwas beschützen würden, würden sie sich nicht so quälen. Sie würden Folter nicht so entschlossen ertragen. Sie sind Gläubige. Ich respektiere das. Aber sie stehen auf der falschen Seite. Es dauert nicht mehr lange. Eine neue, bessere Welt ist nah. Warum habe ich das Gefühl, dass er eventuell so ja der Prophet sein könnte? Also, man kann sich natürlich auch täuschen. So, da unten müssen wir hin. Ich würde gerne mal gucken, was hat er denn noch in seiner komischen Zelle gehabt. Nichts. Und warum schleicht ihr jetzt hier so lang?
Weil ihr kalt ist. Er muss da lang. Wir gehen aber hier lang. Oh ja, genau. Wir gehen hier lang. Ein silbernes Zigarettenetui scheint im Krieg verwendet worden zu sein, was wahrscheinlich ist. Und mehr haben wir hier auch nicht zu finden. So. Na gut, was ist hier noch? Können wir... Oh Gott, die arme Sau. Was ist das für ein Pfeil? Ach, das ist ein Giftpfeil. Davon haben wir noch 3 Stück. Na gut. Wir müssen also nach unten. Wie lange waren Sie in der Zelle? Lange genug, um zu wissen, dass Konstantin nicht aufgibt, bis er findet, was er sucht. Die göttliche Quelle. Ist sie hier? Vertrauen muss gegenseitig sein. Ja, da hat er natürlich vollkommen recht. Sehe ich eigentlich ganz genauso. Vertrauen sollte wirklich auf Gegenseitigkeit beruhen. Und nicht da... Da war doch noch was gewesen hier hinter, oder? Gut, ich hab mich geirrt. Und nicht, dass er hier... Was ist das? Oder, ja. Eine Geschichtsstunde. Dieser Ort hat seine eigenen Namen. Es war ein Arbeitslager. Mhm. Dann gucken wir doch mal, was das hier ist. Ich habe endlich meinen Betrug aufgedeckt. Lara kennt die Wahrheit. Jetzt ergreifen mich seltsame Gefühle. Reue, sicherlich. Reue für den Teil von mir, der in dieser Folterkammer geblieben ist. Aber da ist noch etwas anderes. Ich weiß, Konstantin glaubt, dass meine Zeit bei den Crofts mich weich gemacht hat. Aber er irrt sich. Es ist keine Weichheit. Es fühlt sich eher wie neue Entschlossenheit an. Lord Croft war ein intelligenter Mann. Ich weiß, dass seine Tochter Geheimnisse hütet. Als Verbündete wäre sie unbezahlbar. Als Feindin... wird sie ein großes Problem. Ich muss dafür sorgen, dass Konstantins Arroganz ihn nicht übermannt, wenn wir sie stellen. Ja. Und was ist passiert? Ed hat ihn übermannt. Aha, hier sind noch... Wir gucken uns mal die Bilder an. Die Sowjets haben Gefangene hergeschickt. Als Minenarbeiter. Selbst das war nicht genug. Sie nahmen unsere Leute gefangen, entführten Kinder und machten sie zu Sklaven. Gott, das muss schrecklich gewesen sein. Das sieht nicht nach Bergbau aus. Eher wie eine Ausgrabung. Das ist möglich. Sie haben überall gegraben, wo sie Reichtümer vermuteten. Die sind uralt. Was haben sie gefunden? Das müssen Sie die fragen. Wir müssen weg. Hier ist es nicht sicher. Latschen wir mal nicht durchs Bild. So, kommt da noch mehr? Nö. Das war's. Alles klar. Dann werden wir uns das hier noch mitnehmen. Auf jeden Fall. Vor allem, wo hat jetzt die Dinger auf immer her? Kompotbogen. 2 von 4. Sehr schön. Da müssen wir lang. So, da passiert dann sowieso nichts mehr. Oh, und da ist aber unauch. Guck mal hier. Hier noch irgendwas hinter? Nö, da ist nur die Tür. Da ist das Ding. Ich frage mich, warum die so lahmarschig läuft. Last. Warum die so latscht? Ja, latscht. Na los, komm. Na. Alle so total leise. Und die Möglichkeit haben wir, wenn wir es zum alten Bahnhof schaffen. Und was dann? Mein Dorf liegt in einem Tal auf der anderen Seite des Berges. Dort sind wir sicher. Wir nicht, du. Nicht, du. Kommando Posten 2. Letzter Heli gestartet. Das ist die letzte Lieferung. Berichte über Probleme beim Kommunikationsdepot. Mehr Einheimische? Okay, fahren wir das Ding raus.
Konstantin will ein Team oben beim Kupferwerk, bevor der Sturm losbricht. So, jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder er ist wirklich eben dieser Typ, ne? Hier der Prophet. Oder aber er wurde angeheuert. So, als erstes. Wen schalten wir als erstes aus? Ach du Scheiße. Da hinten latscht einer, da sind welche. Würde ich... Ach, Gott. Wenn ich ihn jetzt ausschalte, sehen die das. Der arbeitet da hinten. Die wurschteln da überall rum. Ich würde ja gerne... Und geht ein bisschen hinterrücks platt hauen. Ah, da fehlt uns einer. Aber ob wir das so hinkriegen? So, den haben wir. Das hier scheint Sabotage gewesen zu sein. Die Einheimischen? Noch ein Grund, sie sofort zu erschießen. So. Wenn wir eigentlich der am idealsten als nächstes? Oder er hier? Wir beobachten ihn. Zack. Wir beobachten ihn doch nicht mehr. Oh. Mit ganz viel Glück. Wartet. Da hinten müssen wir hin. Ich würde allerdings gerne erstmal hier alle ausplündern. Natürlich wollen wir alles mitnehmen. So, da haben wir noch eine Buddel. Die wollen wir natürlich nicht. Die nehmen wir mit. Geld nehmen wir mit. Was für die Kugel? Ich wollte gerade sagen. Sind noch mehr Gegner oder was? Ist ja immer noch geduckt. So, da müssen wir hin. Da will ich allerdings noch nicht wirklich hin. Ich möchte jetzt gerne mal hier. Kann man hier? Löscht. So, dann nehmen wir mal alles mit hier, was wir hier finden können. Da ist auch noch was. Da liegt auch noch... Ach, ein Vogelnest. Schön. Da ist noch so ein... Komm. Ach. Ach so. Gut, alles klar. Wieso kann ich denn das nicht mitnehmen? Muss da irgendwo noch einer rum oxidieren. Ah, alles klar. Okay. Weg hier drin? Nee. Der ist also da. Oh. Wir verkrümeln uns mal kurz. Wo denn? Ach, da unten. Ja, ohne Birne, Alter. Wie kann... Er schießt auf uns und trifft uns sowieso nicht. Ziel wieder.
Komm! So, wir müssen immer noch darin, so wie. Oh. Ah, jetzt haben wir. Alles klar. Ach, guck mal hier. Na. Haben wir da drüben noch was? Ja, da liegt noch eine Leiche rum. Die würde ich schon gerne abluten. Und da hoch würde ich auch gerne kommen. So, dann haben wir den. Kommen wir da überhaupt drüber? Das Seil will ich nicht unbedingt greifen. Wahrscheinlich über das Ding denn. Da ist nichts weiter. Kann man hier hoch? Nö, kann man nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh. So, jetzt bin ich. Ja, ich bin gerade ganz schön. Ein bisschen still, merke ich selber. Aber einfach auch nur. Was hat das mit den Dingen hier auf sich? Kann die nicht aktivieren? Ja, nicht. Hier komme ich hoch. Huch. Hallo, komm mal hoch hier. So. So, denn da hoch. Hier ist keiner weiter. Da ist noch ein Bäumchen, das nehmen wir mit. Unten, ja, tote Dreh. Wie gesagt, ich nehme gerne immer alles. Hallo? Immer alles mit. Wer weiß, wofür es noch gut ist später. Hallo? So, mit Ona. Da müssen wir hin. Die Computer, komischerweise, können wir nicht aktivieren. Warum auch immer. Würde mich allerdings auch mal interessieren. Die Leiter, da waren wir. Den können wir hier noch. Ach, komm. So, weg damit. Er hat nichts zum Plündern. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir hier hin? Von der anderen Seite. Da ist nichts weiter. Nix, 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 nix. Und dann kommen wir von... Ach, kick an. 1000 Computer überall. Da ist noch eine Waffenkiste, die nehmen wir mit. Hallo? Damit können wir auch nichts machen. Ja, dann nehmen wir jetzt erstmal hier hin. So, dann haben wir jetzt das Tor offen. Jacob, ich kenne einen Weg, das innere Tor zu öffnen. Gehen Sie zum Hof. Ich bin schon drin. Ah, wie diese. Anna hat die Maske fallen lassen. Sie und ich sind endlich wieder vereint. Es war schwer ohne sie in den letzten Jahren. Wenn ich schwach war, hat ihre Stimme mir immer Kraft gegeben. Wenn sie die Hoffnung verliert, erwecke ich sie neu. Allerdings muss ich gestehen, dass ich mir Sorgen um sie mache. Sie ist krank, ja. Aber meine Sorge gilt ihrer Entschlossenheit. Ich fürchte, dass etwas von ihr in der Zeit bei den Crofts verloren ging. Sie muss ihre Gefühle für Lord Croft so gut gespielt haben, dass sie wahr wurden. Ich fürchte, das hat sich auf Lara übertragen. Oh, oh, oh. Das ist schon eine ziemlich krasse Geschichte hier, muss ich ehrlich sagen. Also. Aber warte ich mich immer. Hallo? Also da müssen wir hin. Hatte ich mich allerdings immer noch frage, erstmal, wie ist der da hingekommen? Ne? Weg damit. Okay, da passiert nichts. Seilpfosten. Stellen Sie sich neben den Pfosten, um eine Seilbrücke zu schaffen. Ah, sehr schön. Rechte Maustaste gedrückt halten zum Zielen. Zielen Sie mit dem Bogen auf einen. Ja, machen wir gleich. Erstmal nehmen wir uns hier noch alles mit, was wir finden können. Und irgendwas muss es doch mit diesem Computer auf sich haben. Die werden uns hier angezeigt. Können wir die? Eventuell. Würde ich... Alles klar.
Gold, das hätten wir mal vorher. War 10 Stück. So. Das hätte ich mal vorher wissen sollen. Hätte ich mal vorher probieren sollen noch. Verdammt. So, hier drinnen war auf jeden Fall Unheu. Zwei. Der. Und da ist Unheu. Der. So, da bin ich ja mal gespannt. Wir müssen eigentlich auch mal auf die Karte gucken, ob uns hier überhaupt irgendwas angezeigt wird. Da war auch noch einer. Zack. Ist hier noch einer. Da ist keiner, da ist keiner, da ist keiner. Können wir neue? Ja, können wir. Und dann würde ich gerne mal erstmal auf die Karte gucken. Wir sind hier, da müssen wir hin. Hier ist noch ein Münzversteck. Guck mal ihn an. Da müssen wir... Ach so. Ja, gut. Alles klar. Wo war noch irgendwo was? Hier, hier kommen wir nicht hoch. Ist eventuell hier hinten. Wir sind ja von hier hinten gekommen. Da oder nicht. Nee, 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 nee. Da würde ich jetzt gerne nochmal alle Dinger so ein bisschen abklappen. Abklappen. Abklappern. In der Hoffnung, dass wir eventuell irgendwo noch so ein Ding finden, was wir eventuell übersehen haben könnten. Da hinten sieht eher weniger so aus. So, da ist auch nichts, auch nichts, auch nichts. Dann schießen wir hier nochmal kurz hoch. Da ist nichts, 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 nichts. Da scheint auch nichts zu sein, da scheint auch nichts zu sein. Den hatten wir. Gucken wir mal, was hier hinten noch ist. Die Lasche, nicht unbedingt. Au, aber guck mal da. Das nehmen wir mit. Und den haben wir noch mehr. Da hinten liegt nur ein Leichnam rum, aber den brauchen wir ja nicht wirklich. Wobei, vielleicht kriegen wir da jetzt so noch ein paar Pfeile wieder. Jawohl. Und jetzt bin ich gespannt mit der Seilbrücke. Da hoch scheinen wir ja nicht zu kommen. Wobei ich eigentlich denke, dass es hoch geht. Achso, tiefer Schnee. Alles klar. Was ist denn hier noch? Können wir hier vielleicht noch... Ach. Voll. Alles klar. Hier ist denn soweit nichts weiter. Und wir müssen... dahin. So, und dann kraxeln wir mal da hoch. Es sind Patrouillen zu den großen Grabungsstellen unterwegs. Und wir müssen... Hier. Alles klar, ich sehe schon, wo wir landen müssen. Erna, ich muss da reinkommen. Scharfschützen und Kundschafter. Tu das. Wir müssen ein großes Gebiet abdecken. Und Trinity will das Artefakt... Jacob, was macht er da? Vorsichtig, Lara. Warum hat der Gefühl da hinten nicht auch weiter? Ich will endlich raus aus dieser Eishölle. Dann habe ich gute Neuigkeiten. Neue Aufklärungsdaten. Eine einheimischen Siedlung. Auf der anderen Seite des Berges. Bald. Dein Tag wird kommen. Unser Tag. Solange du dich aufs Wesentliche konzentrierst. Was soll das heißen? Du wirst sentimental wegen ihr. Der kleinen Croft, deshalb ist sie noch am Leben. Aber wir müssen die Vergangenheit hinter uns lassen. Du zweifelst an mir? Du weißt, was ich Trinity gegeben habe, was ich geopfert habe, was mich erwartet. Mir geht's gut. Das Leben war nicht besonders gut. Zu keinem von uns. Aber ich habe geschworen, dich zu beschützen. Na, wer ist jetzt sentimental? Ich verspreche dir. All das wird sich am Ende auszahlen mit der göttlichen Quelle. Wirst du leben?
Aber vor allem wird dieses Leben in einer Welt ohne Sünde sein. Schick deine Männer dorthin. Finde heraus, was sie wissen. Es ist zu gefährlich. Gönn mir doch mein Vergnügen. Nichts davon ist wichtig, wenn unsere Arbeit erstmal getan ist. Konstantin, Sie werden bei den Zellen gebraucht. Wir tun das gemeinsam, Schwester. Denk dran. Immer. Was tun Sie? Die Menschheit soll gerichtet. Die Ungläubigen sollen zu Asche werden und verwehen. Wer reinen Glaubens ist, wird erhöht sein und erhält das ewige Leben. Weg hier, ich finde sie! Wir müssen sie finden. Weitersuchen! Sie müssen hier irgendwo sein.